Heilige Clara, bitte für uns. Ein herzliches Gott heute wieder zum Gedanken, zum Evangelium am Gedenktag der heiligen Clara. Wir betrachten heute diese Worte. Petrus sagte, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte, jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Ergriffen kniete ich einst vor dem Kreuz im Kirchlein San Damiano in Assisi, wo der heilige Franziskus diese Worte vernahm, bau meine Kirche wieder auf. Ich spürte, dass Jesus dieselben Worte heute auch zu uns sagt. Vor diesem Kreuz betete jahrzehntelang die heilige Clara um die Erneuerung der Kirche. Drei Punkte will ich aus ihrem reichen Leben herausgreifen. Erstens, ihr eiserner Wille. Zweitens, ihre äußerste Armut. Und drittens, die eucharistischen Wunder. Erstens, ihr eiserner Wille. Mit nur 18 Jahren verließ sie ihr adeliges Elternhaus und folgte dem Vorbild des heiligen Franziskus nach. Sie flüchtete in die Kirche, suchte dort Asyl und hielt sich am Altar fest, zeigte ihren Eltern ihren kahlgeschorenen Kopf, sodass sie endlich verstanden. Clara meint es ernst. Sie war auch die erste Frau in der Kirchengeschichte, die Ordensregeln schrieb und eisern dazu stand, bis der Papst sie endlich 2 Tage vor ihrem Tode anerkannte. Es ist ergreifend, wie ernst sie die Einladung Jesu nahm, um des Himmelreiches willen wirklich alles zu verlassen. Sie lebte radikal die Armut, in großer Einfachheit, ohne jeglichen Besitz und ohne materielle Absicherung für die Zukunft, voller tiefen Gottvertrauen, dass Jesus die Seine nicht verlässt. Der heilige Franziskus befahl ihr, im heiligen Gehorsam das Liegen auf dem blanken Boden aufzugeben und wenigstens auf einem strohgefüllten Schlafsack zu schlafen. Jahrzehntelang erlitt sie großes Siechtum, das sie stets mit großer Fröhlichkeit ertrug. Es ist ergreifend, wie sie 2-mal die feindlichen Horden abwehrte und so die Stadt Assisi vor der Vernichtung rettete. In der großen Todesnot nahm sie die Monstranz aus der Kirche mit dem eucharistischen Heiland und ging damit den mörderischen Soldaten entgegen, die sofort panikartig die Flucht ergriffen. Heilige Clara, bitte für uns. So lade ich euch ein, auf die Fürsprache der heiligen Clara eure Sorgen, Anliegen und Nöte Jesus anzuvertrauen. Ich bete wieder in Stille für euch und dann laut den Segen. Vom Blitz, Hagel und Ungewitter erlöse uns, o Herr. Vor Hungersnöten und Kriegen erlöse uns, o Herr. Von einem plötzlichen und unvorhergesehenen Tode erlöse uns, o Herr. Von allem Übel erlöse uns, o Herr. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, heute besonders der heiligen Clara. Segne, stärke, heile und schütze euch alle, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen schönen Gedenktag der heiligen Clara von Assisi.